in der Friedrich-Ebert-Halle mit Alex Alcello, der einen Wahnsinnskampf abgeliefert hat, ein weiteres Knockout hier in Ludwigshafen erlangt hat. Alex, die erste Runde klar dominiert, zwei Knockdowns erlangt, dann die zweite Runde, TKO, dein Gegner hatte keine Chance. Hast du das so von vornherein absehen können, nachdem du in die erste Runde gestartet hast, oder war es für dich noch undurchsichtig? Ja, das war ehrlich gesagt, also wir haben ja uns sehr gut vorbereitet. Es war unser Ziel, dass wir diesen Kampf durch K.O. gewinnen, und haben wir das schon auf jeden Fall geschafft. Ich habe ja von Anfang an gecheckt, wie der Gegner reagiert und so weiter, und habe ich gewusst, okay, dass ich habe es ihnen auslesen können, und ab die zweite Runde habe ich mehr Druck gemacht, dass ich den halt ausnocke. Ich habe nicht gedacht, dass es so früh geht. Ich habe gedacht, so dritte Runde, vierte Runde, aber es ging früher. Wie ist das denn? Du bist Sportler des Jahres geworden, hast auch eine wahnsinnige Amateurkarriere hinter dir. Ist es schwer für dich, in Deutschland einen Gegner zu finden? Ja, es ist ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich habe ja das Team, das Rainer Gottwald, mein Manager, Bratislav Tasic, und die kümmern sich darum. Mein Job ist ja nur zu boxen, aber es ist ja, ich habe ja Schwierigkeiten, mit dem Gegner zu finden. Aber ja. Wie sieht es für dich in Zukunft aus? Gibt es jemand ganz Spezielles, den du gerne kämpfen würdest? Bleiben wir mal in Deutschland. Ehrlich gesagt, also das ist, ich boxe gegen jeden. Das, was mein Manager und mein Team mir stellen, boxe ich gegen den. Ich gehe nie die Herausforderungen aus dem Weg. Daher, ich bin ein fairer Sportmann, wie ihr gesehen habt. Ich boxe gegen jeden, es ist ja Sport und ja. Wie ist dein Eindruck bisher hier von der Veranstaltung? Rainer stellt immer echt wirklich was auf die Beine hier. Ist einer der großen Boxpromoter in Deutschland. Wie ist bisher deine Erfahrung in der Arbeit mit ihm und natürlich auch hier heute in Ludwigshafen? Es ist super. Ich sag mal, das, was der Rainer kann, keine andere. Der Rainer leistet wirklich super Arbeit. Also das, was er riesen Respekt, was er auf die Beine hier stellt, das ist nicht einfach. Ich weiß selber, ich mache ja kleine Veranstaltungen und so, kleine bei uns im Gym für die Jugendliche, um weiter zu fördern. Und sowas ist wirklich nicht einfach, vor allem bei so einer großen Veranstaltung. Also riesen Respekt, Hut ab. Wie sieht's bei dir wieder aus? In den nächsten Monaten erstmal den Sommer genießen oder doch wieder ready werden und schon wieder in den Ring steigen? Genau, wir wollen vielleicht nächsten Monat sogar einen Kampf machen, Warm-up-Kampf, und wir wollen auf jeden Fall Dezember angreifen. Wir wollen irgendwie internationale Titel. Ich freue mich darauf, ich tue mich gut vorbereiten und ich freue mich auf den Dezember. Das wird auf jeden Fall einen großen Kampf für mich, einen großen Kampf in meine Karriere, und da tue ich mich ehrlich gesagt vorbereiten. Wir freuen uns, mehr von dir zu sehen. Vielen Dank für das Interview und alles Gute. Lass dich heute Abend feiern. Ich danke euch. Dankeschön für das Interview.